Willkommen zum fünften Teil von der YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Wenn das dein erste Video ist, das du auf dieser Serie siehst, klick doch da oben, da kommst du zum ersten Teil von der Serie. Im letzten Video von dieser Serie haben wir unser erstes Video geplant und aufgenommen. Und in diesem Video schauen wir jetzt an, wie man das erste Video eigentlich schneidet. Als allererstes legen wir im Premiere Elements gerade ein neues Projekt an, wo wir dann auch gerade im Projektordner, wo wir in der letzten Folge erstellt haben, ablegen. Als nächstes wählen wir ein Format, in dem wir das Video eigentlich schneiden wollen. In meinem Fall wähle ich jetzt 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde auf. Was du dort genau nimmst, kommt natürlich darauf an, was für eine Kamera du benutzt hast. Als Anfänger kannst du aber meistens einfach den Standard nehmen, weil als Anfänger musst du dich wirklich noch nicht mit dieser Thematik auseinandersetzen. Das kommt dann erst noch später. Jetzt, wo wir unser Projekt erstellen, dann können wir einfach oben links über Medien hinzufügen, unsere Clips erstellen und könnt ins Projekt laden. Da ich alles in einem One-Take aufgenommen habe, habe ich jetzt nur einen Clip, den ich noch einmal in einzelne Teile schneiden muss. Und so simpel ist es wirklich. Jetzt nach jedem Satz einen Schnitt machen und am Schluss zwischen den einzelnen Schnitten Pausen rauslöschen. Noch rasch einen Effekt gesetzt, um einen Splitscreen darstellen und noch ein bisschen Text auf dem Bildschirm und wir sind fertig mit diesem Video. Klar, du wirst bei deinem ersten Video sicherlich länger brauchen als ich jetzt bei diesem Video, aber glaub mir, Videoschneiden ist eine reine Übungssache und kommt mit der Zeit. Über die Zeit lernst du, wie du schnell vorgehst, du weißt, was funktioniert, du weißt, wie du am besten schaffst. Und schlussendlich gilt einfach, Übung macht den Meister. Also einfach Videoschneiden und du wirst von Video zu Video besser. Jetzt, wo wir mit dem Videoschneiden fertig sind, müssen wir noch erst den Endpoint setzen, weil Premiere Elements wird alles bis zum Endpoint exportieren. Im Anschluss können wir unser Video auch schon erstellen und exportieren. Dazu einfach oben rechts auf Exportieren und Freigeben klicken und den unter Gerät noch die Größe vom Video auswählen. In meinem Fall will ich das Video jetzt in Full HD exportieren. Darum wähle ich 1920x1080p aus. Noch kurz kontrollieren, ob das Projekt richtig benannt ist und am richtigen Ort gespeichert wird und wir können unser allererstes Video exportieren. Wenn das Video fertig exportiert ist, haben wir noch die Möglichkeit, um auf den Button in Ordner öffnen. Dann geht sofort der Ordner auf, in dem das Video gespeichert ist. Wir können das Video anwählen, können noch einmal rasch das Video anschauen, ob wir alles richtig geschnitten haben. Und wenn alles gut ist und wir die finale Version geschnitten haben, dann sind wir eigentlich schon bereit, um unser allererstes Video zu veröffentlichen. Und wie wir unser allererstes Video veröffentlichen, das schauen wir in der nächsten Folge unserer Tutorial-Serie an. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video geholfen hat, lass mich das doch wissen mit einem Daumen nach oben und teile die Playlist mit all deinen Kollegen. Ich bin der Greenie und wir sehen uns im nächsten Video, wenn wir schauen, wie wir das Video jetzt veröffentlichen. Also bis gleich. Ciao.